Geschehen in der Eucharistie. Also er ist gewissermaßen ein Kanal. Gibt es denn dennoch so etwas wie Tugenden, die ein Priester besitzen sollte? Er soll die gleichen Tugenden zunächst besitzen wie jeder Christ und jede Christin. Aber er soll natürlich in besonderer Weise Christus repräsentieren können und soll damit etwas von dem vermitteln, was Christus eigentlich vermittelt hat und vermitteln will, nämlich die Liebe Gottes den Menschen zeigen. Und deswegen soll er ein kommunikativer Mensch sein, einer, der die Menschen versteht, der zu reden versteht, der zu argumentieren versteht und der vor allem ein grundsätzliches Wohlwollen den Menschen gegenüber haben sollte. Und als solcher wird er dann zum Hirten, in Anführungszeichen, nicht nur, wenn er eine Funktion als Pfarrer hat, sondern auch, wenn er in andere Funktionen als Professor, als in irgendwie anders gearteten kirchlichen Handlungen der Verkündigung oder der Leitung stehen mag, dass er etwas von dem strahlt, was Christus gestrahlt hat. Und da ist die Kommunikationsfähigkeit, das grundsätzliche Wohlwollen den Menschen gegenüber, die grundsätzliche Einstellung den Menschen gegenüber, dass der Heilswille Gottes für alle gilt und so weiter.